Dann haben wir jetzt die Tiere gemacht, dann haben wir jetzt die BGA ein bisschen gemacht. Na dann, holen wir uns den Schlüter. Dann werden wir mal die ersten Felder schon wieder vorbereiten für die Saat. Oh, ihr seid ja auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, da ist ja alles klar. Heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Pat7575. Ja, seid bereit, seid zu allen Schandtaten bereit. Heute wieder im LS22 auf der wunderschönen Altenstein. Ja, was soll ich sagen? Danke sagen wollte ich den lieben Abonnenten, die mir treu geblieben sind. Danke sagen wollte ich allen Abonnenten, die dazugekommen sind. Danke für euer Abo. Danke, danke, danke. Ja, wir haben hier letztes Mal die Tiere versorgt. Wir haben die BGA ein bisschen gemacht und haben ja auch schon drüber gesprochen, wie es weitergeht. Aber ja, ich muss jetzt erstmal den Ölrettich. Wo ist das? Nein. Ich hänge. Ich muss jetzt erstmal, wie soll ich sagen, den Ölrettich untergruppern. Da muss ich das Feld sehen, glaube ich, ist es. Ja. Und vorbereiten noch für die Saat. Also es ist noch ein bisschen was zu tun. Und von dem her, ich würde sagen, dann packen wir es mal an. Ja. Ist das angekuppelt oder nicht? Was ist jetzt los? Ich hänge hier total. Jetzt da. Jetzt hat er angekuppelt. Genau. Dann steigen wir wieder ein. Dann würde ich sagen, fangen wir mal auf Feld. Was ist es denn? Hier gleich um die Ecke müsste Feld 17 sein. Also unser Feld hier um die Ecke gleich, dann machen wir gleich den Ölrettich runter. Genau. Damit wir das dann später ansehen können. Dann können wir hochfahren auf Feld 10, glaube ich, müsste es sein. Da hat man ja schon vor dem Winter angefangen mit der Gruppern und so weiter. Da haben wir aber noch die Saatbeet noch nicht drauf. Genau. Und von dem her bin ich mal gespannt, ob der Ölrettich was gebracht hat. Das sehen wir ja dann. Und ja, Arbeit ist genug da. Ihr wisst es, ich bin alleine. Und deswegen würde ich sagen, setzen wir es an. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, ich fahre jetzt einmal in der Mitte rüber. Genau. Und dann setzen wir an. Ja. Ich bin jetzt am Überlegen, was ich ansehe. Ich glaube, dass ich hier eventuell Sonnenblumen drauf mache und oben auf dem anderen Feld Mais, Weizen und Soja haben wir ja genug. Also von dem her Soja haben wir, Weizen haben wir, da haben wir mit Stroh. Aber wir brauchen ja auch für die Schweine wie das Sonnenblumen und Mais. Also werde ich wahrscheinlich hier, weil Sonnenblumen ja leichter zu ernten sind mit dem Mähdrescher, hier Sonnenblumen machen. Und ich brauche ja nicht so viel Sonnenblumen, ich brauche Mais mehr. Das obere Feld ist größer für Mais. Ja, das ist meine Überlegung. Da hinten das kleine Feld gibt auch Stroh, oben haben wir da noch ein Feld. Genau. Ich bin überlegen, wie wir es machen. Wenn ich das alleine mache, weil der Jack hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, ob er jetzt dieses Jahr wieder kommt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er kommt, so weit er kann, so, von dem her. Aber ja,
Ich muss im Moment ohne ihn planen. Franzi hat im Moment auch sehr viel bei ihrem Vater zu tun, weil die ja natürlich die ganzen Umgebungen machen müssen, die ganze Bauung von der Umgebung, die ganzen Wartungen machen müssen. Also, die ist auch ziemlich dick drin. Da kann ich im Moment auch nicht auf viel Hilfe erwarten. Der Schoß, ja, der könnte mir schon helfen, aber ich möchte ihn halt langsam, aber sicher nur noch das machen lassen, was er möchte. Da hat sein Alter. Und von dem her, ja, es ist schwer. Was macht man? Ich bin zwar hier, wie ich letztes Mal schon wieder gesagt habe, mit fast alleine, auch vom Besitztum her. Es ist noch viel bei dem Verwalter, aber von dem her, und ich weiß aber immer noch nicht hundertprozentig, bekomme ich es hier oder nicht, da lassen sie sich nicht raus. Da muss irgendwas noch sein, ich weiß nicht was. Genau. Ich habe hier eine Menge Geld, ich habe einen Kredit aufgenommen, ich zahle den Kredit ab. Genau. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir haben Geld, aber das Geld gehört nicht alles mir, das gehört eigentlich dem Hof und der Haupt ist immer noch auf dem Verwalter drauf. Da wurde es managed. Und naja, lassen wir uns überraschen. Bin gespannt, was dann läuft, wie es abläuft, ob ich jetzt den Hof dann komplett bekomme, wie es eigentlich vorgesehen ist. Der Schoß und Mari dann sich für mich richtig freien, weil ich habe mich gut eingelebt, haben sie gemeint. Und ja, sie dürfen natürlich bei mir bleiben, dürfen in Ruhestand bei mir mitmachen. Sie machen, was sie können oder was sie noch wollen. Mari kocht ja total gern und total gut, also von dem her. Die wird weiterhin ein bisschen den Haushalt machen, muss ich natürlich auch selber mitmachen noch. Aber der Schoß wird mich halt ein bisschen unterstützen mit dem Fahren, die Sachen hinfahren und so weiter. Aber er sagt halt, er kann halt auch nicht mehr so lange sitzen in die Fahrzeuge. Das merkt er. Ja. Er hat sein Alter, also von dem her sei es ihm vergönnt. Wird mir das angezeigt? Erntereifwachstum. Das wird jetzt hier weniger pH-Wert und das ist eigentlich gut, ja. Scheinbar haut's hin. Jetzt muss ich mal ins Tablet schauen. Da gibt es ja diese wunderbare Dings von dem her. Also wir haben einen Standard zur Aussaat. Ertrag wäre. Oh, aber der Ertrag ist bei 50% noch. Das ist nicht gut. Ja, man sieht hier schon, wo ich gemacht habe, dass das ein bisschen was hilft scheinbar. Also ist es nicht schlecht. Also der Ölwert bringt scheinbar was. Das ist das gute Tablet, schnell rausgezogen, reingeschaut. Genau. Ja, die moderne Technik. Ja, Verwalter ist halt auch so, wir sind halt ein bisschen durcheinander. Der Verwalter würde sehr gerne hier die modernsten Maschinen haben. Ich möchte halt weiterhin die Schlüter und das haben, weil es einfach leistungsstarke Maschinen sind. Man kann selber noch ein bisschen was machen. Man muss nicht immer gleich zum Händler laufen, obwohl ich ja jetzt sehr gute Kontakte dazu habe. Sie sind robust, genauso auch wie die der Fendt und das Ganze, aber oder der MF, der Kleine, er hätte halt jetzt hier am liebsten natürlich die modernsten Maschinen, Produktionen und was weiß ich da, der möchte halt nur Geld machen. Das merkt man halt. Bei denen ist halt nur Wirtschaft.
Und von dem her, ich weiß nicht, gehört er mir, der würde auch am liebsten die ganzen hier die Halle abreißen und ja, investieren, dass man hier natürlich dann, wie soll ich sagen, die modernsten Sachen hat und das. Aber ich weiß nicht, ob das hier überhaupt so gut ist. Es ist ein kleiner Ort. Wir sind zwar groß, ich helfe auch den anderen Bauern, aber ob sich dann das rendiert, hier so die Riesenmaschinen, gute Riesenmaschinen, ich schätze mal sowas wie hier die Größe auch, weil größer mit einem 900er oder einem 1050er Fendt braucht sie hier nicht anfangen. Aber das wäre halt dann so ein 5er oder 7er Fendt beispielsweise oder so ein Zimmer Deutz in dem Dreh, schätze ich mal. Ja, also sagen wir mal, man braucht ja, sage ich mal, mindestens so 150 und 200 PS, je nachdem, was die Maschine. Er wird natürlich auch am liebsten die Maschinen hoch machen auf 6 Meter. Weil größer braucht man es hier nicht machen, das hat er selber eingesehen. Ja. Aber er sagt halt, die Maschine, was wir jetzt bekommen haben von Rabe, die Vorführer sind zu klein für ihn. Ja. Es ist halt immer Ansichtssache. Ich sag, ich komme damit gut zurecht. Ich wirtschafte. Wir haben ja auch noch das Gewächshaus und. Also, wir haben Haufen Kühe, wie man da drüben sieht. Wir haben die Bienen allerdings, von dem her, man kann hier schon gut Geld verdienen, so ist es nicht. Man könnte natürlich lukrativer sein, ist klar. Die Fahrzeuge moderner machen, den Drescher moderner machen. Aber es ist halt Ausgaben, wo ich als Kleiner noch nicht ganz mithalten kann. Also von dem her, ich habe einen Kredit aufgenommen, dass ich hier mit einsteigen kann, ja, aber ich sag mal, ich kann hier mit dem noch höher kann ich nicht machen. Wenn, dann müsste ich halt schauen, wenn es hier nicht mehr weitergeht, ob ich irgendwo einen Hof bekomme. Auch wenn es nicht mehr hier ist, hier, wo ich mir leisten kann, wo ich aufbauen kann, auch eventuell ältere Fahrzeuge. Und von dem her, aber ja, es ist halt immer die Frage, was macht man dann? Und dann mal gleich die Vorgewende. Das ist halt immer die Frage, was macht man, wie macht man es und so weiter. Und dann ist die nächste Frage, macht man es denn überhaupt richtig? Immer nicht wieder irgendwo zum Lohner, macht man sich nicht selbstständig, macht man das alles? Oder steige ich hier aus und bleibe bloß so hier als Art Angestellter? Von dem her, das weiß ja keiner, wie es in der Zukunft weitergeht. Sind halt Gedanken, die man sich als Selbstständiger macht. Genau, und ja, ist auch verständlich. Vor allem, wenn man dann so noch einen zweiten Mann dran hat, der eigentlich das Hauptsorgen noch hat, man darf sowas mitbestimmen und das Ganze. Ich darf viel bestimmen, ja, ich habe Freiheiten. Aber wenn es dann wirklich um ganz große Dinge geht, habe ich eigentlich dann ja zwar was zu sagen, aber im Endeffekt sagt dann der andere, so machen wir es, sage ich jetzt mal grob. Das ist halt schade. Ziehen wir hier gleich das Gewände durch. Da kann ich hier runterziehen. Das nehmen wir noch mit. Genau, dann haben wir nämlich hier die Saatbeet-Vorbereitung. Und wir haben jetzt auch extra hier die modernste Technik eingebaut in den Schlepper. Mit viel Mühe, dass wir das reinbringen. Mit die Kabel und so weiter. Die Sensoren, äußere. Und dann würde er die Schlepper hergeben. Und andere Schlepper reinbauen, hernehmen. Die angeblich, ja, wie sind seine Worte? Lukrativer und effektiver sind. Ja, vielleicht sind sie es. Aber wir haben hier auch viel Geld reingesteckt in der Zwischenzeit.
Das ist das. Wir haben hier viel Geld reingesteckt in der Zwischenzeit. Und was soll ich sagen? Ja. Es gefällt mir hier sehr gut. Ich möchte auch hier bleiben. Nur irgendwie, wenn man dann sich nicht mehr einig wird, ist das auch nicht mehr dann das Richtige. Eigentlich wegen ja jeder Kleinigkeit nur noch diskutieren muss. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich mache jetzt erstmal meine Arbeit. Er macht seine Arbeit. Genau. Ja gut. Ich weiß nicht, wie viele Firmen er in der Zwischenzeit unter sich hat. Ob er überhaupt noch den Überblick hat zwischen den verschiedenen, nicht, dass er auch teilweise dann die Höfe verwechselt. Also von dem her kann ja auch sein. Weil er hat 5 oder 6 Höfe unter sich. Verschiedensten Größen. Und ja, jetzt hat er dann mal plötzlich gesagt, die Hohlmaschine von dem anderen Hof hierher beispielsweise, die kommen weg und vom anderen Hof kommen hierher. Kann alles passieren. Da müsste ich quasi die Maschinen auslösen. Das Geld habe ich zwar im Moment. Durch den Kredit ja mit eingebracht. Oder dann könnte man sagen, okay, das sind dann meine. Aber es würde dann auch gewaltig wehtun. Dann könnte ich gleich sagen, ich suche mir einen komplett anderen Hof. Oder ich mache nur noch als Angestellter. So, passt. Machen wir hier mal. Machen wir mal im Tablet, ob er das angenommen hat als 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fahrtbeet. Fahrtbeet passt. Hier Stoppelsturz habe ich jetzt gemacht, oder wie? Ach, muss ich da. Ich habe gedacht, die Ecke macht. Wenn ich jetzt nochmal drüber fahre. Verändert sich dann was? Nee. Das war jetzt nur eine Art Stoppelspur, okay. Hätte ich mit dem Koffer machen müssen, oder wie? Ja, ich hätte da mit dem Koffer drüber gehen müssen. Okay. Wieder was gelernt. Und dann fahren wir mal hoch. Das interessiert mich jetzt. Im anderen Feld. Ja, sonst muss ich hier nochmal mit dem Koper. Okay. Einer hat's gesehen und ich muss gehen. Ja, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Ohne Headtrack. Mein Headtrack ist ausgefallen. Ich habe immer noch nicht gefunden, warum und wieso. Naja, ich hoffe, dass es nicht kaputt ist, aber lassen wir es überraschen. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich hier mit der Dreiselecke oben den mache, ob ich da dann einen Stoppelsturz kriege. Weil da hatte ich ja nur gekuppert. Stoppelsturz, ich sag an Ringskrüge. Weil da hatte ich eigentlich nur die Kuppertextur drauf. Hoppala. Ich hierher schaue, da ist gekuppert. Genau. Müsste ich eigentlich hier, wenn ich hier fahre, einfach mal hier rüber ein Saatbeet bekommen. Er schaut auch noch. Ah, okay, ich hätte vorher mit dem Kupfer drüber fahren müssen und dann mit der Kreiselecke. Okay. Ja, so ist es. Da muss ich das andere nochmal kuppern. Ich dachte, ich kann mir hier einen Gang sparen, aber leider ist es nicht so. So, dann gucken wir mal. Mit links GPS. Ja, was da drehen. Ist sie drüber. Gut, dann muss er noch die Breite erkennen. Und mal den Fast ein bisschen nach links.
Zack, und da fahren wir mal mit GPS, weil wir haben ja GPS alles einbauen lassen hier. Extra dafür. War ja auch eine Grundbedingung, da habe ich gesagt, dass ich die Sachen alle kriege von habe. Genau. Ja, drüber GPS. Und doch. Ja, und Saatbett habe ich hier auch. Hier kann ich jetzt eigentlich durchfahren. Genau, aber hier habe ich ja dann Wiese als. Kann ja kein Vorgewende machen eigentlich. Ja, da muss ich dann nochmal mit dem Gruppe drüber fahren. Auch wieder was gelernt. Genau, und dann, ja, passt das hoffentlich. Ja, dann haben wir was zu tun auf alle Fälle. Haben wir auf alle Fälle hier was zu tun. Ja, das hatte ich auch noch nicht gewusst. Ich habe gedacht, das Ölrettich mal mit der Kreiselecke eigentlich gleich unterkuppern kann und das dann Saatbit gibt. Da wieder was gelernt. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie das dann wirklich ist hier. Ob ihr da schon mit Erfahrungen habt oder nicht. Ja, ja. Weil es ist halt immer diese Arbeiten sind immer die gleichen. Aber ich habe gesagt, ich nehme euch mit. Hatte ich sogar einen kleinen Fehler gemacht. Aus, ja gut, Unwissenheit, Vertrauheit nicht gesagt immer oder sowas. Genau, aber trotzdem. Ja, da müssen wir halt nochmal drüber fahren. Na gut, jetzt haben wir den Bolz nicht mehr. Das ist jetzt schade, weil ich jetzt dann umhängen muss, aber gut. Dafür habe ich ja die großen Fahrzeuge. Dann weiß ich, der 950, der den Cooper schafft. Da müssen wir mal gucken. Wie braucht der Cooper? Obwohl, ich könnte das davor setzen. Und dann gleich dahinter. Ja, so könnte man es machen. Hoppala. So könnte man es ausprobieren. Vorne die Dings dran. Diesen Packer und hinten dran die Kreiselecke. Das probieren wir dann mal aus. Ob das was hilft. Da bin ich gespannt. Genau. Ob das was hilft dann. Weil das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren. Dafür habe ich ja den Packer bekommen eigentlich. Gleich hilft der. Das probieren wir aus. Das machen wir sogar heute noch. Das geht ja richtig schön hier.
weil ich mir ganz schön durchgebrustelt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da in einer neuen Fan besser sitzen würde. Gut, der hat einen besseren Sitz mit Luftfederung und das Ganze, aber trotzdem. Ja, jetzt wenn der Jake da wäre, könnte er das andere Feld nochmal kuppern. Und er hätte diese Feld hier schon mal machen können. Ja, das ist jetzt, hätte war Fahrradkette, gell? Jetzt ist er mal abgehauen. War ich zu flott? Jetzt da. Gut, 3 Meter lang und hier voll auf, gut 6 Meter. Wäre ich zwar mit der Hälfte schneller fertig, aber und würde weniger fahren. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier die 6 Meter schaffen würde. Also von dem her. Kann nicht sagen, ob er die 6 Meter schaffen würde. Das ist wieder die Frage. Dann bräuchte man wirklich dann einen neuen. Wir hatten zwar mit Rave gesprochen, ob es 6 Meter gibt von ihnen. Ich glaube, es gibt auch 6 Meter Maschinen. Aber das ist halt immer noch die Frage, passt alles oder passt es nicht. Und dann wieder brauchen wir größere größere Schlepper und das Ganze. Das ist auch im Moment noch der Streitpunkt zwischen mir und dem Verwalter. Ich sag, wir haben jetzt neue Maschinen angeschafft. Bin zwar Vorführer, aber wir können sie auch wieder zurückgeben von dem her, aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Und ja, das ist wieder die Frage. Hast du wieder Kosten, weil du hast sie doch benutzt und. Weil die werden ja das nicht ganz umsonst machen, dass sie uns die so geben. Dann natürlich die Hoffnung, dass wir irgendwas kaufen. Wenn jetzt sogar die Maschinen gleich übernehmen, von dem her. Da hat uns der Meier schon ein ziemlich gutes Angebot gemacht gehabt. Genau. Und von dem her. Mal so 5-6 Mal noch auf und ab und dann haben wir es. Genau, dann haben wir es geschafft. Dem hier, was sag ich mir eigentlich dauernd von dem hier? Naja. Und dann werden wir mal den Packer suchen, wo ich den hingestellt habe. Und dann habe ich hinten hin. Kehrknöpfe. Die Knöpfe und ich. Jetzt da hat er es. Ich habe zuerst Tempomat und dann GPS und das ist natürlich nicht gut.
Ja, das dürfte noch eine Bahn und oben sind noch zwei, drei Dings. Also das haut ziemlich gut hin. Ja, dann machen wir heute halt das andere Feld nochmal. Tut mir leid, mein Fehler, aber ich stehe dazu. Habe ich noch nicht gewusst und jetzt werden wir noch was ausprobieren und dann werden wir sehen, ob das hinhaut. Das ist halt heute mal Tag der Ausprobiererei. Aber ich hatte es eigentlich auch so gedacht wie hier, dass ich jetzt, gut, hier ist gekuppert. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das Ölrettich unter Lü oder unter Kuppern mit der ihr schon zählt und dann gleich Flachbett rauskommt. Hätte ich vielleicht eine Gruppe genommen mit Flachbett, wäre das vielleicht anders gewesen. Aber ich kann es jetzt nicht sagen, weil hier gilt der Stoppelsturz scheinbar dann. Naja, wieder was gelernt. Gefahren. Ich schätze mal, dass es jetzt noch zwei Bahnen sind, wenn man das so sieht. Ja, dann machen wir es diesmal richtig, dass er sich mal richtig reinzieht. Genau. So, dann hoffe ich, dass das jetzt die letzte Bahn ist, weil wir runterfahren. Schauen wir mal, ob wir von der Brett nicht hier hinkommen. Ja. Ja, ganz leicht, aber das ist wurscht. Das ist egal. Das war's mal so. Und das hat schon ziemlich gut von der Brett hier hinkommen mit den 3 Meter. Muss man lassen. Also Respekt. Eigentlich ganz leicht, aber der Wurscht. Ein paar Zentimeter. Fahr ich jetzt das Limit extra runter. Also anders wäre es vielleicht beim Aussehen. So, dann fahren wir gleich runter wieder. Ja, hier muss man auch etwas langsamer fahren mit den Maschinen. Machen wir das Geld nicht mit an, dass sich keiner beschweren kann. Doch eine 3 Meter. Wow! Haskell, was machst denn du da? So weit weg von der Horn. Jetzt können wir den Gleich wieder ausschalten. Boah, bleibt man einmal zu weit links und dann bleibt man hängen. Ja, das ist das. Diese Brücke hat es in sich. So, dann machen wir dich rum. Aber ihr wisst es, ich schneide sowas nicht raus. Warum ist der Wastel nicht da? Steht da hinten drin. Probieren wir das gleich mal aus. Genau. Da haben wir den Packer gleich da dran. Probieren wir das erstmal, wenn wir so drüber fahren und dann, ob da hinten gleich ein Saatgut rauskommt. Nur als wird es eng werden. Eieieiei. Ich glaube, da muss ich doch schnell die Dings runter machen. Gehen wir schnell mal da her. Ja.
Weil das war dann doch ein bisschen zu eng. Hier habe ich die Neuner gebracht. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich da rauskomme. Ich habe den Diner gebracht. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich will mal aus dem Dorf gehen. Oh, wie habe ich den da reingebracht? Ja, jetzt muss ich es leider so machen. Boah, gibt's ja nicht. Allrad an, dann schaff ich's. Ah, ich glaub, den stelle ich nicht mehr da rein. Okay, ja, mein Fehler. Keine Ahnung, wie ich reinbringen kann, aber rausbringen schwerer. Okay, wieder was gelernt. Heute ist die Folge fürs Lernen. So, dann gucken wir mal. Aber um ran kann ich dann trotzdem hier. Ich bin jetzt gespannt hier. Jetzt bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich so hinhaut. Haben die auch die gleiche Breite? Da muss ich schnell gucken. Ja, 3 Meter. Scheinwerk, ja, 3 Meter, passt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Heute ist Folge des Lernens. Machen wir erst einmal so drüber mit dem Pakaloa, was er dann macht. Er macht gar nichts. Also bringt er nicht einmal was, oder wie? Nee, leider nicht. Okay. Machen wir mal die hinten. Wenn ich jetzt da nochmal drüber fahre, dann was bringt. Ja. Also müssen wir doch den Gruppe holen. Ja, wieder was gelernt. Vielleicht geht es nur, wenn man mit dem Packer, wenn es gepflügt oder gegruppert war. Das kann natürlich sein. Muss ich hier mal ausprobieren. Ich schätze mal, dass das nur geht, wenn es gepflügt ist. Na, dann lassen wir den auch derweil hier stehen. Na, warte mal, den stellen wir hier dazu. Und da hinten quäle ich mich jetzt nicht nochmal rein. Ja, jetzt quäle ich mich hier rein. Ihr wisst aber, dass ich das nicht rausschneide. Genau. So, verkehrter Knopf. Das lasse ich alles auch für euch mit drin. Für die Belustigung. Ja, eigentlich wollte ich heute sehen. Noch, aber das werden wir heute nicht mehr ganz schaffen. Ja, erst mal runterlassen. Ja, weil wir jetzt noch gucken müssen. Obwohl. Ja, aber ich wollte oben Eis machen. Ich wollte mehr Mais haben.
wollte mehr Mais haben. Könnte man sonst noch ansehen. Mais, Sonnenblumen, Soja haben wir. Kartoffeln. Recht viel können wir eigentlich nicht machen. Ja, dann werden wir es schon so machen müssen. Dann werden wir es leider so machen müssen. Ja, der hebt ihn das sogar so aus. Ja gut, ich habe vorne auch Gewichte drin, ne? Merkt man. Ja, bevor ich mal so auffällt. Weil mit dem Zaun ist es eh besser so. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Das war mein Fehler. Aber heute haben wir wieder viel gelernt. Gucken wir mal, was er dann macht. Ja, er macht die andere Textur. Hätte ich vielleicht als erstes nehmen sollen. Ja, ist so. Ja, wieder gelernt. Aber so kann ich jetzt alle meine Maschinen ausprobieren. Das ist einmal nicht schlecht. Die lachen auch schon, warum ich schon wieder darüber vor. Das ist ein großes Feld hier. Der einzige Vorteil. So, dann halt in der Reihe drin. GPS. Wir waren eh nicht ganz gerade von dem her. Schauen wir mal, wie es da ausschaut drin. Ja, jetzt schaut es anders aus. Ist ein GPS auch rein, muss ich rein und braucht ein Tempomat rein, dann ist noch Standgas, also Fahrt und ja, Handgas heißt, und dann geht es dahin, braucht man nicht recht viel machen, das ist fein. Jetzt bei dem Packer kann man dann nehmen, wenn man geflügt hat, und dann macht er die Flugtextur, den zum Flügen macht er das Lerner und dann hinten dran nochmal die Sämaschine und in die Ecke, und dann passt es dann auch perfekt. Ich glaube, so wird der Packer dann genommen. Vorne eine Sämaschine dran oder dann nochmal an die Ecke dran. Oder Kreiselecke vielleicht sogar. Ich hätte auch die Kreiselecke nehmen können, habe ich da überhaupt eine? Ich habe gar keine Kreiselecke. Okay. Ja, da gibt es ja Gas ohne Ende. Thank you.
hinten hat er auch so eine Art Kreiselecke dran. Kleine. Naja. Ja, jetzt haben wir halt zwei verschiedene Geräte ausprobiert. Wir haben was dazu gelernt. Tut mir leid von dem her, aber es ist halt so. Das ist live, das ist Leben. Und ja, in echt kann es dann auch genauso passieren. Gut, da macht man sich vielleicht vorher nochmal, aber was soll's. So, jetzt hat das GPS nicht angenommen. Jetzt hat das. Ja, man darf nicht mehr das Lenkrad anfassen dann. Ich muss dann auch wieder die Knöpfe auf dem Lenkrad drücken, damit das dann alles hinhaben mit Tempomat und so weiter. Ein Auf und ein Ab. Wie ist das jetzt nicht an? Jetzt mal. Ja, es kommt auch drauf an, wie die Räder stehen. Wenn sie zu sehr eingeschlagen sind, kann es dann auch passieren, dass es nicht annimmt. Ja, mit dem ohne Gewicht kommen wir da leichter hin, haben wir es sauber, ne? Dadurch, dass ich hinten und vorne Gewichte drin habe bei ihm, brauchen wir halt bei ihm die Gewichte nicht. Nach vorne. Jetzt haben wir doch ein bisschen besser. Schaut auch besser aus als vorher. Oh, lernt auch dazu beim Hoch- und Runterfahren. Ja, ich hätte es aber eigentlich am liebsten schon das Hoch- und Runterfahren mit 10 gehabt, dass das angesehen wäre, dass es so schnell wie möglich praktisch gesehen ist. Genau. Naja. Dann sehen wir halt beim nächsten Mal. Wenn ich noch die Dings mit der Ecke selber machen, das werde ich so machen. Genau.
Ach so, verbringt man auch Zeit auf dem Acker. Ja, sind noch meine. Deswegen Brotzeit. Das brauchen wir nur. Noch machen wir noch eine schöne Brotzeit und dann passt es. Mit dem GPS geht es richtig schön, aber bei dem kleinen Feld sagt man, oh, brauchst nicht und was war der jetzt da mit GPS und das Ganze, aber wenn man sagt, das schon nicht. Ihr seht es ja, mal fahre ich mit, mal fahre ich ohne, auch je nachdem ich Lust habe. Also von dem her. Beim Ansehen werde ich jetzt wahrscheinlich auch machen, wegen der Aussaat. Oder so wenig wie möglich Körner brauchen dann. Oder Saatgut. Überlappt man nicht so viel und. Das passt auch wieder perfekt. Also die sind schön auf 3 Meter alle. Dann wird gemacht. Die Felder. Das gefällt mir. Ja, 6 Meter, da werde ich halt die Hälfte vorne, die Hälfte der Zeit brauchen, aber wollen wir das? Das ist das Nächste. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Vergleich die 2 Vorgewände hier. Gleich hier so durchziehen, dann passt es auch sehr gut. Das war jetzt perfekt. Kann ich jetzt da aussetzen. Ja, da werde ich nochmal herfahren müssen, weil das nicht ganz passt, aber naja, das ist ja wurscht. Ich bin überlegen, ob ich nicht da schnell drüber zeichne jetzt. Weil das ist mir da auch mal nicht. Na dann, auf geht's zum letzten Vorgewende. So, dann haben wir das jetzt auch noch gekoppert. Was? Dann machen wir den gleich noch ein bisschen sauber, den Koffer wieder. Weil die Ecken haben wir ja gesagt, die brauchen wir nochmal. Lepper mache ich jetzt nicht sauber, weil der wieder Dreck wird.
Irgendwie braucht man noch einen Dampfstrahler. Der Schlauch ist zwar gut, aber er braucht ewig, bis er den Dreck runterhat. Wenn wir noch einen Dampfstrahler holen, irgendwann mal. Muss ich mal mit Meier reden, ob der sowas verkauft. Boah, der ist so lang, das ist Wahnsinn, der Puppe. Ja, dann ein bisschen Kolli. Dann hängen wir gleich doch die noch mit an. Haben wir uns das Saatbeet da noch. Außen rum. Ja, dann fahren wir halt nochmal drauf. Ja, aber mit diesen schönen Bildern sage ich wieder ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr mir wieder diese knappe Stunde über die Schulter geschaut habt. Eine Stunde voller Lernen, voller Sachen, die eigentlich nicht gemacht werden wollten. Aber, ja, wie soll ich sagen? Dankeschön. Ich sage euch einen recht herzlichen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Tag. Je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt. Wir sehen uns bei diesem Projekt, wir sehen uns bei den anderen Projekten. Euer Part 7575. Tschüss.